Er war einer der Shootingstars der vergangenen Spielzeit und das nicht nur in Bremen, Maximilian Eggestein. Bei Werder schaffte er den Durchbruch, wurde von Bundestrainer Joachim Löw für die Nationalmannschaft nominiert. Ein Abschied im Sommer lange Zeit nicht ausgeschlossen, aber er entschied sich gegen einen Wechsel und für eine Vertragsverlängerung. Auch ein Verdienst von Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Er war schon ein großer Faktor bei meiner Entscheidung, weil ich bei ihm einfach das Vertrauen spüre, weil ich auch gemerkt habe, nicht nur mit mir, sondern den Weg, den wir mit Werder gehen, dass der einfach gut ist und dass ich den weitergehen möchte. Und das, was er halt auch immer vorlebt, ist dieses, dass wir nie zufrieden sein wollen. Ich glaube, wenn man vor ein paar Jahren, wäre man mit Platz 8, also in meiner Anfangszeit, hat man immer das Gefühl, Platz 8, okay, das ist eigentlich ganz gut so für unsere Verhältnisse. Wir haben nicht die anderen Möglichkeiten. Also ist das in Ordnung. Und dieses Gefühl vermittelt er halt gar nicht, sondern er will immer mehr, er will immer. Deswegen haben wir auch das Saisonziel Europa wieder ausgegeben und das finde ich gut und das möchte ich weiter mit vorantreiben. Maximilian Eggestein, 22 Jahre jung, will in Bremen noch mehr Verantwortung übernehmen und vor allem das ausgegebene Ziel Europa erreichen. Letzte Saison hatte man eben das am Ende knapp verpasst. Wir möchten um was mitspielen und wir möchten am Ende der Saison sagen, entweder wir haben es geschafft oder wir haben es nicht geschafft. Letzte Saison haben wir es leider nicht geschafft, auch wenn man sagen muss, dass wir trotzdem eine gute Saison gespielt haben. Ich glaube, wir hatten 52 Punkte am Ende in den Jahren davor. Wenn mich nicht alles täuscht, hätte das wahrscheinlich immer gereicht. Und ja, deswegen sind wir trotzdem zufrieden mit unserer Saison, auch wenn es am Ende nicht für Europa gereicht hat. Aber deswegen werden wir jetzt diese Saison nicht zurückrudern und sagen, wir wollen wieder im Tabellenmittelfeld landen. Die Grauzone der Tabelle. Damit will man sich nicht mehr zufrieden geben. Werder hat Bock auf Europa, startet diese Saison einen neuen Angriff. Und Maximilian Eggestein hofft auch darauf, wieder in den Kreis der A-Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Ich würde auch gerne wieder dabei sein, aber dafür muss ich erstmal meine Leistung bringen und dann, dann kann ich auch hoffentlich wieder dabei sein und dann vielleicht irgendwann noch mein Debüt geben. Der Shootingstar der letzten Saison mit Werder nach Europa und das erste Spiel im DFB-Trikot bestreiten. Große Ziele, ambitioniert, aber durchaus nicht unrealistisch.